Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Luisa Dellert YouTube-Kanal. Heute das Ganze in Kooperation mit eis.de, denn es geht um die Themen Selbstbefriedigung und Orgasmus. Vielleicht als kleiner Hinweis noch, wenn ihr jetzt unter 16 Jahre alt seid und sagt, hey, okay, das Thema finde ich irgendwie ein bisschen eklig, Lu, warum machst du das? Ist gar kein Problem, schaltet ruhig ab hier ab und es gibt noch andere tolle Videos, die ich habe zum Thema Sport und auch zum Thema Nachhaltigkeit und redet vielleicht vorher mit euren Eltern drüber, ob ihr dieses Video euch anschauen solltet oder nicht und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das macht. Allen anderen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema, ich glaube, es betrifft viele von uns und los geht's. Über Selbstbefriedigung habe ich ja im letzten Video schon geredet und habe da auch sehr offen gesagt, dass ich es ein wichtiges Thema finde, dass ich finde, dass es jede Frau und jeder Mann machen darf, egal ob in einer Beziehung oder nicht. Und dass es ganz, ganz wichtig, finde ich, ist, dass man sich einfach kennenlernt mit seinem Körper und dass Selbstbefriedigung da einfach absolut normal ist und dazugehört. Heute gehe ich noch einen Schritt weiter und möchte gerne das Thema Orgasmus ansprechen. Ich kann heute nur natürlich aus der Sicht einer Frau sprechen, also einen weiblichen Orgasmus erklären, hinterfragen und dazu was sagen. Vielleicht aber ist es auch für die Männer, die dabei sind, interessant zuzuhören und ja, danach vielleicht mit der Freundin einfach mal drüber zu quatschen. Ich habe mich ziemlich früh mit dem Thema Selbstbefriedigung, Sex und alles, was dazugehört, auseinandergesetzt. Damals hat man ja immer in der Bravo die Dr. Sommer gehabt, die nackten Menschen und hat sich das Ganze dann angeguckt. Ich habe auch ziemlich früh in die Schmuddelfilmabteilung in der Videothek mal geschaut und habe mir hinten die Covers angeguckt. Und irgendwann kam es dann auch dazu, dass ich mal in ein Porno reingeguckt habe. Und da war es immer so, dass man natürlich klassisch gesehen hat, okay, wenn der Mann kommt, dann spritzt er sozusagen ab und bekommt einen Samenerguss und eine Frau scheint zu kommen, weil man es einfach anders nicht bei ihr sieht, wenn sie stöhnt. Von daher dachte ich bei meinem ersten Freund damals, als ich mit dem Sex gehabt habe, okay, alles klar, scheiße, der kriegt jetzt hier seinen Samenerguss, der kommt und ich nicht. Bin ich jetzt unnormal? Was passiert jetzt hier gerade? Nicht, dass mein Freund denkt, dass ich keinen Spaß habe. Da gingen so viele Gedanken durch meinen Kopf, dass ich die ersten Male beim Sex einfach immer brav gestöhnt habe und gedacht habe, okay, das muss der Orgasmus sein und dann ist jetzt mein Freund zufrieden und ich muss es ja eigentlich auch sein. Und irgendwann habe ich mich dann mal näher mit meinem Körper beschäftigt, das heißt mit mir selber. Ich bin ja mit mir selbst intim geworden und habe mich dann die ersten Male selbst befriedigt und hatte da ein Gefühl, das ich nie beim Sex hatte und habe das dann einfach mal im Internet hinterfragt und mal gelesen, hey, wie ist das bei anderen Frauen? Wie fühlt sich denn angeblich so ein Orgasmus an? Und es war halt genau das, was ich beim Selbstbefriedigen bekommen habe. Dieses, mir wird warm, alle Muskeln ziehen sich so ein bisschen zusammen und es pocht so ein bisschen in der Vagina, wenn man zum Höhepunkt gekommen ist. Dieses Stöhnen, das brauchte ich mit mir selbst gar nicht. Es war einfach dieses Gefühl, mit mir selbst intim zu werden, über keine anderen Sachen nachdenken zu müssen, sondern mich einfach fallen lassen zu können und jetzt mein Ding zu machen. Seitdem ich das bei mir selbst gespürt habe, habe ich es natürlich auch immer probiert, wieder in die Beziehung mit reinzubringen. Ich bin ja ein sehr offener Mensch und rede deswegen auch mit meinen Partnern oder mit meinem jetzigen Freund auch darüber und erkläre dem Mann dann, was ich gut finde, damit wir einfach vielleicht beim Sex beide zum Höhepunkt kommen. Es ist aber bei mir so, dass ich wirklich, wirklich richtig selten beim Geschlechtsverkehr komme. Und da dachte ich total lange, dass ich ein absoluter Pflegefall bin und was ganz Unnormales sein muss, dass ich irgendwie beim Sex das nicht kann. Ich habe mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen, ich habe mit meinen Mädels darüber gesprochen, ich habe auch mit meinem Partner selbst darüber gesprochen, weil ich natürlich auch Angst hatte, dass er ja, sich wie ein Versager fühlt, was ja oft bei Männern dann auch der Fall ist, ne? Dass die dann denken, wenn die Frau beim Sex nicht kommt, ja okay, alles klar, ich kann es ihr nicht richtig besorgen. Dabei ist das überhaupt nicht so. Und ich habe halt gemerkt, dass ich gar nicht alleine damit dastehe, sondern dass es viele Frauen gibt, die entweder bisher noch nie gekommen sind oder das meist nur können, wenn sie sich selbst befriedigen und danach vielleicht mal mit ihrem Partner reden und dem sagen, was sie gut finden. Es gibt auch Frauen, die haben beim Sex noch ein Dildo dabei und kommen nur mit dem Dildo oder kommen nur, wenn sie selber noch mal mit Hand anlegen. Und das alles ist nicht unnormal, das gehört halt dazu. Und ich möchte eigentlich mit diesem Video einfach sagen oder Mut machen und euch klar machen, dass
jeder Mensch einfach ganz individuelle Vorlieben hat. Und das, was uns in Pornos oder in irgendwelchen Erotikfilmen gezeigt wird, das ist schön, aber bedeutet halt nicht, dass es direkt eure Vorliebe sein muss. Ihr dürft das selbst herausfinden. Und zwar in Form von, ja, Selbstbefriedigen, wenn ihr möchtet, oder in Form von Sex. Oder wenn ihr sagt, hey, ich brauche das alles gar nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber da gibt es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten und so viele verschiedene Wege, zu sich und seinem Körper und zu seinem Höhepunkt zu finden, dass man das einfach nicht pauschalisieren darf. Und das habe ich halt ganz lange gemacht. Ich dachte immer, okay, alles klar, ja, wenn in so einem Porno die Frau dem Mann einen bläst oder einen runterholt oder das und das macht und sie dann noch ein bisschen stöhnt, dann scheinen anscheinend beide zufrieden zu sein. Und das war halt der Fehler, den ich damals einfach gemacht habe, dass ich ja da nicht erstmal selbst zu mir gefunden habe und experimentiert habe. Und seitdem ich das einfach mache, geht es mir damit einfach besser, weil ich einfach inzwischen weiß, wie ich zu meinem Höhepunkt komme und da auch ganz offen dann mit meinem Partner drüber rede. An die Frauen, habt ihr da fast identische Erfahrungen mitgemacht oder sagt ihr, ja, ich komme immer beim Sex und bei mir ist das ganz anders? Und an die Männer, wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Fragt ihr die Frau, was ihr machen könnt, damit sie zum Höhepunkt kommt? Oder seid ihr da so, dass ihr denkt, okay, alles klar, ich habe alles falsch gemacht, wenn sie nicht zum Höhepunkt kommt? Das würde mich einfach mal total interessieren. Abschließend möchte ich euch gerne natürlich noch auf meinen Instagram-Channel verweisen. Erstmal, dass ihr euch da alle Beiträge von mir auch nochmal durchlesen könnt. Und ich habe mit ice.de ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. Ihr könnt 500 € Gutscheine dort gewinnen, um euch einfach mal auf der Seite so ein bisschen umzuschauen. Vielleicht alleine, vielleicht mit eurem Partner zusammen, um einfach so ein bisschen rum zu experimentieren. Da findet ihr auch Sachen wie sowas hier. Das sind nachhaltige Glasdildos, die könnt ihr euch da auch anschauen. Oder ihr findet vielleicht ein Massageöl oder. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Lou.